Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX. Heute geht es nochmal um Sounds, wahrscheinlich geht es nächstes Mal sogar auch nochmal um Sounds. Und ja, wir werden uns heute um längere Sounddateien, wie zum Beispiel Sprachausgaben oder also Dialoge zum Beispiel oder Musik oder sowas, Sachen, die halt einfach länger laufen oder vielleicht auch längere Soundeffekte, je nachdem, was für Soundeffekte es sind. Also zum Beispiel irgendwas, was groß genug ist, als dass man es nicht in Arbeitsspeicher schreiben sollte, solltet ihr euch vielleicht überlegen, über Music zu machen. Also, machen wir jetzt mal. Wir haben hier wieder dieses Schwerpunkt MP3. Das ist ein sehr kurzer Soundeffekt, also nur 23,8 Kilobyte. Den würde man normalerweise hier auch als solchen Soundeffekt benutzen, wie ich es euch im letzten Video gezeigt habe. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, was man damit so machen kann. Denkt einfach an Musik. Es wird jetzt alles gecached. Es wird nicht mehr alles gecached, so wie vorher. Bei den Soundeffekten wurde alles in den Arbeitsspeicher geschrieben. Jetzt ist es immer nur ein kleiner Teil, der in Arbeitsspeicher geschrieben wird. Und deswegen wird der weniger belastet. Also wenn ihr irgendwie zu große Arbeitsspeicherauslastung habt, dann denkt an eure Effekte oder an eure Musikdateien. Die müsst ihr dann einfach streamen. Okay, was wir machen, ist, wir löschen erstmal das hier. Wobei, das können wir eigentlich mal stehen lassen. Und ja, wir ändern erstmal den Typ von dem Sound hier oben. Das war vorher ein Sound. Jetzt wird es Music. So, und eine ID haben wir auch nicht mehr. Okay, wir wollen natürlich auch Music importieren. Und jetzt haben wir hier nicht mehr GDX New Sound, sondern wir generieren das Ganze über gdx.audio.newmusic. Und da ist auch schon wieder der Filehändler im Prinzip genau dasselbe, genau dasselbe wie letztes Mal auch. gdx.files.internal. Und hier kommt dann der Pfad rein, also data/schwert.mp3. So, und was wir jetzt hier machen damit ist folgendes: Wir können jetzt hier unten einfach sagen, Sound Stop ID gibt es nicht mehr. Es gibt auch kein Sound Set Pan mehr, tut mir leid. Es gibt auch keine Sound Loop mehr und da kommt auch nichts zurück. Aber wir können immer noch folgendes damit machen: Wir können ganz einfach sagen Sound.play. Wir können aber auch so coole Sachen machen wie Sound.pause. Und Sound.pause ist ziemlich nützlich. Das können wir nämlich bei dem anderen nicht so einfach machen. Da müssen wir jedes Mal wieder von vorne abspielen. Da könnt ihr einfach dann mal euren Dialog pausieren zum Beispiel. Wenn gerade irgendwer am Babbeln ist, jemand drückt Escape, möchte ins Menü zurück, dann macht ihr hier einfach Sound.pause. Und wenn der Dialog eben weitergehen soll, dann macht ihr wieder Sound.play. Okay. Ja, ziemlich easy eigentlich und sehr, sehr praktisch das hier. Für Soundeffekte, wie gesagt, gibt es keine Pause. Nicht so einfach zumindest. Müsstet ihr selber irgendwie implementieren, glaube ich. Okay, wir können das Ganze gerne mal testen. Und sieht dann folgendermaßen aus. Ich mache das wieder mal mit meinen Kopfhörern, für die, die das letzte Video nicht gesehen haben. Ich hoffe, ihr hört da genug. So, Sound wird nur ein einziges Mal abgespielt, weil es kein Soundeffekt ist und man einfach annimmt, dass das ganze Ding länger geht. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann hört ihr hier, jedes Mal, wenn ich mit meiner Maustaste klicke, wird er fortgesetzt und wenn ich sie wieder loslasse, dann passiert eben, wird er wieder los oder weitergespielt, bis er eben zu Ende ist und dann wird er wieder von vorne abgespielt. Also jedes Mal quasi, man hört es vielleicht noch ganz leicht. Genau, so soll das natürlich auch sein. Okay, das ist eigentlich auch schon alles, was man mit Musik so dringend wissen sollte. Ich mache das hier mal kurz wieder zu. Was ich leider letztes Mal vergessen hatte zu sagen, ist folgendes: Auch bei den normalen Sounds, also bei den Soundeffekten und bei der Musik auch, wenn ihr fertig seid mit den Soundeffekten, dann am besten schreibt ihr hier sowas hin wie Sound.dispose. Sound.dispose gibt euren, ja, euer, quasi euren Arbeitsspeicher wieder frei. Habe ich jetzt nicht gemacht gehabt, das heißt, meine Musikdatei lagert so lange, bis ich das Spiel beende, in meinem Arbeitsspeicher drin. Das habe ich jetzt natürlich schon getan, ich habe das Spiel schon beendet. Aber sagen wir mal, ihr habt hier 100 Musikdateien und ihr habt 100 Dialoge und ihr vergesst Dispose zu benutzen, dann habt ihr immer noch so ein bisschen was in eurem Arbeitsspeicher rumfahren und das kann natürlich einfach mal, ja sagen wir mal, irgendwann wird es einfach zu viel für selbst den besten Arbeitsspeicher. Okay, was wir auch noch machen wollten, oder was ich euch auch noch sagen wollte, besser gesagt, zu den Sounds von letzten Mal: Viele Sachen sind, also wir programmieren ja hier nicht nur für Android, wir programmieren auch nicht nur für Desktop, sondern auch für HTML5. Das Ganze kann man ja sehr gut kompilieren oder kompatibel machen. Konvertieren war das Wort, was ich gesucht habe. Viele von den Sounds oder von den Dingern, die die Sounds benutzen, von den Funktionen hier überall,
die sind gar nicht kompatibel mit vielen Browsern. Das heißt, wenn ihr irgendwie jemanden habt, der das Ganze im Internet Explorer spielen möchte, funktioniert das viel schlechter, wie wenn ihr jemanden habt, der es im Chrome abspielen möchte. Also Sounds sind generell so ein bisschen ein Problem mit HTML5. Ihr könnt aber gerne mal einfach alles probieren. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr für HTML5 entwickelt, dann solltet ihr dringend jeden Browser haben, der so auf dem Markt vertreten ist, also die wichtigsten halt, Chrome, Firefox und Opera vielleicht noch und Edge bzw. Internet Explorer, solltet ihr mal in allen durchprobieren, ob ihr da irgendwelche Fehler habt. Und falls dann irgendwelche Fehler auftreten, den Browser auslesen und dann dem User sagen, switch doch bitte auf den Browser, auf dem es funktioniert. Gut. Das dazu. Nächstes Mal geht es dann um das Aufnehmen von Audiodateien, wenn ich es hinbekomme oder wenn ich es interessant finde oder wie auch immer. Vielleicht geht es auch um was anderes. Mal gucken. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.